SWR 2 Musik aktuell mit Barbara Paul. Knapp 20 Kilometer entfernt von Stuttgart, direkt an der A8, liegt die Gemeinde Rutesheim. Im vergangenen Jahr bekamen die 10.000 Einwohner von der baden-württembergischen Landesregierung die Stadtrechte verliehen. Der junge Cellist Matthias Drück nutzte die Gunst der Stunde und lancierte geschickt die Idee für ein neues Cello-Festival. Immerhin ist Matthias Drück selbst sowohl als Solist und mit seinem Ensemble Quattrocelli weithin bekannt. Da die jüngste Stadt des Landes schuldenfrei ist und die Steuereinnahmen weiterhin gut sprudeln, konnte am vergangenen Montag die Cello-Akademie Rutesheim zum ersten Mal für eine Woche ihre Pforten öffnen. Die Anmutung im Prospekt und im Internetauftritt versprach ein junges, frisches Festival mit neuen Ideen. Georg Wasmuth hat vor Ort nachgehört, welche neue Seiten Matthias Drück bei der Cello-Akademie aufzieht. Es war mir selbst schon immer ein großes Anliegen, sowas mal auf die Beine zu stellen. Ich war schon öfters bei Cello-Festivals, bei Meisterkursen. Irgendwas hat mir immer nicht gepasst. Matthias Drück ist nicht nur ein musikalischer Tausendsasser, er ist auch ein Szenekenner par excellence. Meisterkurse hat er mehr als genügend besucht und seine Erfahrungen im Guten wie im Schlechten gemacht. Im schlimmsten Fall zahle man 1.000 Euro Gebühr und sitze als passiver Teilnehmer in der 5. Reihe hinten links. Mit seiner neuen Cello-Akademie Rutesheim will er einiges grundsätzlich anders machen. Zum einen gilt die klare Zusage, für 270 Euro erhält jeder Teilnehmer garantiert 3 Stunden Unterricht. Zum anderen hat er nur junge Dozenten verpflichtet, die aktiv in der Top-Liga spielen. Jens-Peter Mainz muss am Donnerstag sofort auf eine Amerika-Tournee. Claudio Borges spielt am Tag nach dem Festival in Berlin im Konzerthaus einen großen Soloabend. Die machen das also jetzt gerade noch so, dass sie diese Riesenreiserei zusammen mit einer Professur noch unter einen Hut bekommen, das auch gut machen. Ich heiße Ella Rova, ich komme aus Köln, bin 20 Jahre alt und studiere Cello an der Hochschule für Musik Köln bei Hans-Christian Schweiker. Die 42 Plätze in den 4 Meisterklassen waren sofort überbucht. Ella Rova hatte sich für den Kurs bei Wolfgang Emanuel Schmidt entschieden. Sie konnte natürlich von Saal zu Saal pendeln, um in den Meisterklassen von Jens-Peter Mainz, Laszlo Fenyő oder Claudio Bohoques die Ohren zu spitzen. Das ersetzt natürlich nicht den Hauptfachunterricht, keinesfalls, aber es gibt einem eben vielleicht neue Ideen, die man vorher nicht hatte. Und man denkt vielleicht, ach okay, könnte ich vielleicht doch so spielen und an der Stelle vielleicht doch was anderes machen. Es ist eigentlich immer, je mehr Informationen man bekommt, desto mehr Auswahl hat man nachher beim Spiel. Ja, vielen Dank, wunderbar. Ich bin Robert Stepp. Ich komme eigentlich aus Stuttgart, aber studiere seit 2007 in Freiburg an der Musikhochschule. Wie alle Teilnehmer kam auch Robert Stepp mit perfekt vorbereitetem Programm nach Rutesheim. 3 Stunden Unterricht bei einem Meistercellisten, da dürfe man keine Sekunde verschenken. Der Leistungsdruck sei imminent angestiegen. Ich denke, zum einen liegt es daran, dass die Professorenanzahl und das Niveau der Professoren sehr viel besser geworden ist. Und zum anderen, dass die Studenten aus der ganzen Welt jetzt auch in Deutschland studieren. Also ich kann nur von meiner Klasse sagen, wir sind 2 Deutsche und 16 Ausländer in der Klasse. Seine Klasse sei kein Einzelfall, so Robert Stepp. Viele junge deutsche Talente würden schon bei der Aufnahmeprüfung einfach ausgesiebt. Andere schreckten die exorbitanten Studiengebühren. 6.000 Euro müsse man heute mindestens für einen Masterabschluss an einer Musikhochschule einrechnen. Damit sei aber noch keine Essenmarke für die Mensa und erst recht kein Cello finanziert. Er selbst spielt einen relativ preiswerten Neubau aus der Stuttgarter Werkstatt von Hans-Jörg Homolka. Ich spiele sehr viel mit verschiedenen Farben und daher passt das Cello wohl sehr gut zu mir. Also mir gefällt vor allem diese Tenorlage vom Cello, einfach diesen warmen Klang. Und dann auch diese Vielseitigkeit eben, dadurch, dass es auf den hohen Seiten fast wie Geige klingt und auf den tiefen Seiten trotzdem dieses Bodenständige hat. Also das gefällt mir halt sehr am Cello.
Laura Medin war von der Musikhochschule Köln nach Rotesheim gekommen. Die Akademie sei die beste Gelegenheit, ein ganzes Quartett junger Professoren bei der Arbeit kritisch zu beobachten und einen Lehrerwechsel in der Praxis anzutesten. Ungeschlagener Hit in Rotesheim war das vor 226 Jahren komponierte Cellokonzert von Joseph Haydn. Das, so Laura Medin, sei quasi ein Naturgesetz. Das liegt einfach daran, dass wir halt alle Studenten sind, die bald vielleicht auch ein Probespiel machen müssen und diese Pflichtstücke eben sehr gut beherrschen müssen und dass wir deswegen dann versuchen, viele Anregungen zu diesem Stück zu bekommen. For example, the very first beginning, the very first F sharp is. Of course, is not. Der aus Ungarn stammende Meistercellist Laszlo Fenyő etwa duldete in seinem Kurs keine Millisekunde Unaufmerksamkeit. Von der hochkonzentrierten Arbeit der Dozenten überzeugten sich zahlreiche Zaungäste. Die Akademie sprang auch immer wieder über die Genregrenzen der Klassik. Wolfram Huschke etwa kam mit einem Anhänger voll Equipment und setzte mit seinem Electric Cello das Publikum unter Strom. Das war eins unserer Hauptziele, junge Leute anzusprechen. MySpace, Facebook, StudiVZ, da sind wir sehr aktiv und haben auch viel bewegen können. Wir haben dadurch auch Studenten aus Amerika, aus Türkei und sonst was, alles Länder, wo wir natürlich keine offiziellen Prospekte hingeschickt haben. Was gelingen kann, ist bei der ersten Cello-Akademie Rotesheim rundum gelungen. Mit seinem jungen, hochkarätig besetzten Dozententeam hat Festivalmacher Matthias Drück auf Anhieb ein neues, attraktives Konzept etabliert. Maximaler Input bei überschaubaren Kosten, so begeistert man junge Talente. Impulse gab sicher auch das attraktive Rahmenprogramm. Konzerte vom Klassiker bis zur hippen Performance. Fortsetzung folgt, das musste Matthias Drück den Teilnehmern versprechen. Hier haben sie einen persönlichen Kontakt geknüpft, der manchmal sogar noch wichtiger ist als die musikalische Anregung. Wolfram Huschke spielte mit seinem sechsseitigen Electric-Cello den Titel Groove. Sein Auftritt bei der Cello-Akademie in Rotesheim ist leider schon vorbei, aber die Akademie hält auch in der Endrunde noch einige Leckerbissen für kurz entschlossene Besucher bereit. Heute Abend um 20 Uhr wird das Kammerorchester Budapest Strings drei der Dozenten bei einem Klassiker-Marathon begleiten und am Samstag werden sich im Abschlusskonzert die jungen Talente präsentieren. Veranstaltungsort ist die Halle Bühl in Rotesheim.